Es ist Donnerstag, es ist 19 Uhr und das ist Zeit für unsere 10-Euro-Megashow. Und jetzt, wir wünschen Ihnen viel Spaß. Tolle Schnäppchen, die nur 10 Euro kosten, hier in unserer Megashow. Das lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und das letzte Produkt kostet auch nur noch halbe 10 Euro. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Und wir drei, wir wissen auch noch gar nicht, was uns erwartet. Aber das weiß Gianna. Und ich würde sagen, wir schauen auch schon mal, was sie uns als erstes bringt. Wenn ihr was gefällt, bitte unbedingt direkt hier anrufen und bestellen. Sie dürfen auch gerne bis zu 5 Mal bestellen, es sei denn, es kommt unser Preisalarm. Dankeschön. Richtig. Und ich darf natürlich als erstes auspacken. Ja, natürlich. Ja, ja. Oh, was ist das denn? Oh, da geht es um das Feuerzeug. Oh. Ja, also Feuerzeug, oh, wow. Ja. Jein. Ist ja so nicht ganz richtig, weil es ist ein elektronisches Teleskop-Akku-Feuerzeug. Mit USB-Ladefunktion. Das heißt, Feuerzeug ja, echtes Feuer eher nein. Das Feuer wird hier mehr oder weniger elektronisch erzeugt. Und das Schöne ist, dass wir jetzt hier mit einem Teleskopfeuerzeug natürlich auch mal an die Stellen drankommen, wo wir normalerweise an anderer Stelle keine nennenswerte Chance hätten oder klettern müssten, was wir ja auch nicht unbedingt wollen. Und jetzt kann ich von dieser Position aus mal. Ist der an? Ja, der ist an. Du musst halt zielen, ja. Aber du kannst wirklich um die Ecke. Also ich muss jetzt gerade direkt an Weihnachten denken. Viele haben noch echt Wachskerzen. Und ich frage mich immer, wer da hochklettert, um die oberste Kerze anzuzünden. Hiermit geht das natürlich prima. Aber ich habe ja auch ein kürzeres Stabfeuerzeug für meinen offenen Kamin. Ja? Ja. Auch ein elektrisches, aber hier ist es noch länger. Das heißt, du kommst noch tiefer in den Kamin, um eben dann den anzumachen. Also ich finde es schön. Ich kenne es als Stabfeuerzeug, so würde ich es jetzt bezeichnen. Aber ist natürlich toll. Wie lang ist denn das, Carsten? Muss ich gucken. Warte. Ein Meter. 80 Zentimeter. 80 stufenlos ausziehbar auf bis zu 80 Zentimeter plus Armlänge plus Körpergröße. Also da bist du bei schon deutlich über 2,50 Meter hoch. Das ist schon Spitzenklasse hier. Und eben natürlich auch mit einem Sicherheitsaus versehen. Das heißt, jetzt könnte ich, glaube ich, drücken, so lange wie ich wollte. Ja, jetzt muss ich das Ganze erstmal wieder quasi hier im oberen Teil entriegeln. Das dient der. Den Sicherheitsgründen. Wenn du es nicht brauchst, dann faltest du es ganz einfach zusammen und packst es. 80 Zentimeter, würde ich sagen. Armlänge. 80? Ja, würde ich sagen. Ja, also ungefähr. Gib mir mal das Fahrzeug. Komm, das Fahrzeug ist 80 Zentimeter lang. Wie lang ist dein Arm? Ja. 70. Hier, 80 würde ich sagen, weil das zählt nicht zum Feuerzeug. Das ist so weit. Sicher? Ungefähr. Pi mal Daumen. Nein, wir mussten das genau. Dann holen wir nächste Woche mal einen Meterband. Das ist längere Arm als ich. Mhm. Echt? Ja. Aber ich finde sowas schön. Und vor allem, ich habe mir früher so Stabanzünder mit Gas geholt. Ja. Ja, ja. Und die sind angeblich nachfüllbar. Ich habe es nie hinbekommen, die nachzufüllen. Hier ist es überhaupt kein Problem, weil das wird geladen wie ein Handy. Guck mal. Golfspiel, ja. Okay, Minigolf. So, also, wenn Sie kein Feuerzeug brauchen, haben Sie einen flexiblen Minigolfspieler. Okay. Aber schau mal hier, wenn Kerzen so weit oben stehen, ist das natürlich perfekt, oder? Das macht schon Sinn. Oder eben auch mal ganz tief runter. Ja, wenn du jetzt mal so ein tiefes Windlicht hast, die sind ja wunderschön, aber wenn du da unten eine Kerze drin stehen hast, wenn du die Kerze außerhalb anzündest und dann reinlegst, verbrennst du dir immer die Finger. Da müsstest du jetzt auch schon wieder klettern, auf einen Stuhl drauf oder sonst irgendwas. Also das, glaube ich, geht mit so einem Teleskopfeuerzeug. Akku betrieben auch noch wesentlich. Ja. Wesentlich besser und leichter. ZX 82 92 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Wenn Sie sagen, wäre nicht nur was für mich, sondern vielleicht auch mal als Geschenkidee interessant, bestellen Sie es gerne mehrmals. Ja. Bis zu 5 Mal können Sie das tun. Für gerade mal 10 Euro ist natürlich ein echter Schnapper und ein guter Einstieg, finde ich, ja, in eine 10-Euro-Megashow am heutigen Abend. So soll es sein, so kann es bleiben. Dankeschön. So, lass mal gucken. Oh, das ist auch interessant. Oh, was ist das? Oh ja, Moment. Das ist ein HDMI auf SCART-Adapter. Adapter ist eigentlich falsch, weil es ja ein analoges System ist, also SCART auf HDMI, auf ein digitales. Es ist eigentlich ein Konverter, der ein analoges Signal umwandelt auf ein digitales. Und sowas braucht man zum Beispiel, wenn man jetzt einen alten Videorekorder anschließen will, der nur SCART-Anschluss hat an einen Monitor oder Fernseher, der nur HDMI-Eingang hat. Alte Spielekonsolen sind wieder voll im Kommen. Die hatten halt
als damals die erste und die zweite Generation noch kein HDMI. Das war damals, glaube ich, noch gar nicht erfunden. Nee. Und da kann man das auch machen. Hier schreibt uns auch die Doris aus Ottersweier. Wir brauchten es, weil wir unseren VHS-Rekorder an unseren neuen Fernseher anschließen wollten. Es funktioniert ohne Probleme. Und der Peter schreibt uns aus Zwönnitz. Für Kunden mit einem Fernseher ohne SCART-Anschluss ist dieses Teil die beste Lösung. Einfach zu handhaben und klein genug ist zu verstecken. Übertragung vom DVD-Player zum Fernseher ohne Verluste. Und das ist spitze. Ich glaube, viele suchen sowas. Und wo willst du sowas finden? Im Elektrofachmarkt? Bekommst du da sowas? Du weißt, ich habe einen Lieblingssatz bei Pearl TV. Grundsätzlich sind wir unschlagbar bei solchen Adapter- oder Converter-Lösungen, bei Dingen, die du suchst, aber wahrscheinlich niemals finden wirst. Hast du gerade gesehen, was da für ein Video läuft? Kennst du die junge Dame? Das ist Diana. Damals war sie noch, damals war sie noch brav. Aber schon ähnlich frech wie heute, oder? Ja, ja, natürlich. Und direkt auf die Kamera zu. Hast du das gesehen? Ja, zack, zack, zack. Sofort, keine Kamerascheune. Ich habe schon damals. Aber ich weiß, dein Vater hat ganz viel gefilmt. Gell? Ja, wir hatten so eine große Kamera. Und ich glaube, auch mit diesem Adapter kannst du diese Kamera jetzt anschließen. Aber wirklich, das ist so praktisch. Ich dachte normalerweise, dass, wenn du willst, so, solchen Kamera diese Kassette gucken, bei mir in meinem Fall, dann natürlich, ich brauche auch diesen Adapter. Also mein Sohn hat mir erzählt, dass die alten Spielekonsolen wieder voll im Kommen sind, dass sie auf Flohmärkte gehen und alte Spiele sammeln. Aha. Aber die hatten eben auch noch keinen HDMI-Ausgang. Nee. Die hatten SCART und jetzt willst du es aber an großen neuen Fernseher anschließen. Und dann ist so ein Converter, also er heißt zwar hier auch Adapter-Converter, aber ein Adapter ist einfach nur verlötet und der wandelt aber. Also ist es ein Converter. Also hier der SCART-Anschluss und auf der anderen Seite eben der HDMI-Anschluss. Das ist das, was die meisten wahrscheinlich jetzt aus der Neuzeit kennen. Diese Adapterlösung oder diese Steckerlösung jetzt hier habe ich auch noch bei einer Spielekonsole bei mir im Keller. Da spielen wir immer ganz gerne mal Bowling oder Tennis oder sowas mit. Ja, du kennst das, wo diese Bewegung dann aufgefangen wird, so die ganz alten Spiele. Die sind unglaublich witzig, mal an so einem verregneten Sonntagnachmittag oder so, bevor die langweilig wird, dann machst du mal sowas an, spielst mal eine Stunde oder zwei oder mal so ein Autorennen oder sowas, macht ja unglaublichen Spaß, aber ich kann sie eben mit meinem modernen Fernseher so nicht mehr koppeln, voraussetzen. Dafür wäre natürlich jetzt hier so eine Adapterlösung, eine Überbrückungslösung, nennen wir sie mal so, von SCART auf HDMI. Und da kannst du eben auch mal ältere Abspielgeräte auf neu umsortieren. Die sozusagen. Bestellnummer nenne ich Ihnen noch. Das ist die ZX3028 und die 569. Und vielleicht haben Sie schon oft mal vorgehabt, wieder alte Videokassetten anzuschauen, wenn Sie sie noch nicht digitalisiert haben. Und dann können Sie das jetzt auch auf einem modernen Fernseher oder auch auf einem modernen Beamer machen. Weil es gibt noch Fernseher, die haben sogar als Notfall noch einen SCART-Eingang. Aber bei den modernen Beamern habe ich das schon jahrelang nicht mehr gesehen. Da ist auch kein Platz mehr. Die sind ja so klein geworden, da ist kein SCART-Platz mehr. Also, tolle Sache. Wenn man es braucht, günstiger geht es, glaube ich, nicht. Dankeschön, Diana. Relativ schwer. Ui, Diana und ich haben es zu Hause. Ja. Entschuldigung, jeder von uns hat das Du auch? Zu Hause. Monika, du auch? Ja, sicher. Na, Monika, immer. Also ich hab's. So. Es ist bei mir. Brauche ich eigentlich gar kein Zettel. Es ist ein sechsteiliges Set. Und zwar diese Aufbewahrungsdosen. Quadratisch in drei verschiedenen Größen. Praktisch. Und die halten alles aus. Perfekt. Ja? Das hier ist übrigens meine Zwiebeldose. Die sind ideal so für so Kleinigkeiten, die übrig bleiben. So eine halbe Zwiebel, wenn die abends schon Salat genau. gemacht hast. Also wenn ich mir einen Salat mache, ich brauche immer nur eine halbe Zwiebel. Und wenn du eine halbe Zwiebel, Alufolie mag ich nicht einwickeln in den Kühlschrank. Und deshalb mache ich es immer da rein, dann riecht nicht der ganze Kühlschrank nach Zwiebel. Und das scheint mir auch luftdicht abgeschlossen zu sein. Hier ist so ein Dichtungsgummi drumherum und mit diesen, ich sage mal, Butterfly-Verschlüssen, jetzt hier diese Klickverschlüsse, ist das Ganze natürlich auch super. Super abgeschlossen. Zwiebel wäre eine Idee, mal so ein Stück Camembert, der natürlich auch mal ganz gerne mal im Kühlschrank vor sich hin müffelt. Die auch nicht wirklich so dolle, kann man da super unterbringen, wobei es eben drei verschiedene Größen sind. Und ich sehe die, ehrlich gesagt, jeden Tag bei uns immer in verschiedensten Varianten in der Kantine liegen. Da nehmen sich viele von uns ja auch mal ganz gerne mal Mittagessen. Also viele haben sowas noch in Plastik zu Hause. Entsorgen Sie es, nehmen Sie das Glas. Erstens mal bleibt das Glas so sauber, wie Sie es sehen. Es ist Spülmaschinen geeignet, kann in Backofen gemacht werden, in Tiefkühlschrank. Im Prinzip kannst du sogar aufs offene Lagerfeuer stellen. Könntest, wenn du wolltest, Mikrowellen geeignet. Es ist fast bruchsicher. Also wenn ich das jetzt mit voller Wucht auf den Betonboden werfe, wird es auch kaputt gehen. Aber ein normales Malheur macht nichts, es ist kratzfest. Und es wird auch, nachdem Sie 100 Mal Tomatensauce eingefüllt haben, nach dem Waschen immer noch so aussehen. Ja? Und das hast du schon mal in eine Plastikschüssel Tomatensauce eingefüllt? Das ist fies, du hast sofort den Rand dran.
Ja, das Kürbissuppe ist ein, hat einen ähnlichen Effekt. Kürbis, ja, alles was verdrücklich ist. Ja. Bombs hast du den Rand da dran. Ja, also das kriegst du kaum noch runter. Hier, das nehmen Sie ganz einfach mit in die Spülmaschine und legen Sie in die Spülmaschine. Und gut ist die ganze Geschichte. 3 Stück für 10 €. Ich kann mich erinnern, dass ich mal eine in einem Non-Food-Bereich eines Supermarktes, ich glaube, für 15 € gekauft habe. Eine einzige. Ja, jetzt kriegst du hier 3 Stück für 10 €, das ist ein super Angebot. Unbedingt direkt bestellen mit der NX 91, 62 und der 569. Unser 5-in-1 Glas Frischhaltedosen-Set hier, 6-teilig, bedeutet 3 Döschen und eben auch 3 Deckel. Das ist wirklich hervorragend. Die Kunden sind auch richtig begeistert davon. Zum Beispiel hat uns die Monika geschrieben, in den kleinen Behältern kann man sehr gut Gewürze oder auch kleine Bastelsachen, in Klammern Perlen, aufbewahren. Oder die Miriam hat geschrieben, ich liebe meine neuen Behälter in jeglicher Hinsicht, einfach top. Das ist wirklich hervorragend. Braucht man immer. Ich glaube, Diana fliegt beim nächsten Produkt hier rein. Ja? Sie hat ihr Fahrzeug mitgebracht. Guck mal. Nein, sie fliegt nicht, sie trägt es hinein. Ja. So, Dankeschön. Ich kenne das Produkt. Bitteschön. Wisst ihr, warum? Ingo hat es sich gekauft und er war am letzten Samstag dabei, seinen Garten auf Vordermann zu bringen. Ja. Auch die Platten, die dort sind, die Steinplatten. Und da hat er das genommen. Das ist nicht nur ein Outdoor-Besen, sondern oben sehen wir einen Klickverschluss für einen handelsüblichen Gartenschlauch. Ja, der passt drauf, du hast die Wasserregulierung und jetzt kannst du mit fließend Wasser praktisch schrubben. Und damit bekommst du alles im Außenbereich. Ach, das Wasser kommt quasi aus dem Wasser durch den Stiel an den, genau, an den Besen runter. Und jetzt schrubbst du also nicht nur trocken, womit ja nichts runtergehen würde, sondern hier also mal mit Wasserfluss einfach mal die Platten sauber. Ja, ist natürlich jetzt also die Zeit gekommen. Ja, gerade jetzt zu Ostern wird der eine oder andere auch gedacht haben, Mensch, boah, hätte ich doch nur. Guck mal, was da runterkommt. Ja, ja, der Winter hat so seine Spuren hinterlassen. Ja, das hat ja so viel geregnet. Bei uns im Hof ist unglaublich viel Grünspan auf den Platten. Müssen wir jetzt auch machen. Nächstes Wochenende soll schönes Wetter sein. Vielleicht nehmen wir es da in Angriff. Aber Ingo hat es eben letztes Wochenende versucht und er war begeistert. Den Wasserfluss kannst du übrigens am Besenstiel, so nenne ich das jetzt mal, der übrigens aus Vollmetall ist, kannst du den regulieren. Also du musst nicht wieder an Wasserhahn rennen, wenn du jetzt sagst, mal kurz ohne Wasser oder jetzt nachspülen mit mehr Wasser, sondern du kannst das am Stiel direkt regulieren. Also für 10 Euro finde ich das eine unglaubliche Erleichterung. Also unglaublich praktisch, finde ich. Übrigens in der Länge variabel, wenn Sie das möchten. Sie können das Ganze aufgrund der Tatsache, dass es 3 Teile dieses Aluminiumstiels sind, von 50 auf 50 Zentimeter, 1 Meter, 1,50 Meter verändern. Von der Länge her, manchmal brauchst du ein bisschen weniger Distanz, manchmal brauchst du ein bisschen mehr. Das kann man hier also sehr schön einstellen. Monika, ich glaube, man muss am Kunststoff drehen. Guck mal, das, was ein Profil hat. Das müsste das Gewinde sein. Wenn du da drehst, wird es problemlos. Und dann kannst du ein Zwischenstück rausnehmen zum Beispiel. Ja? Ach so. 14 Wassersprühdüsen an der Vorderseite zum Beseitigen von feinen bis groben Verschmutzungen. Da ist ja nur einiges. Und wenn du ganz einfach mal über die Rollladen, die runtergelassen, mal drüber gehen möchtest, haben sich wahrscheinlich im Laufe der letzten Monate auch mal so die ein oder anderen Spinnweben verfangen oder mal ein paar Tierchen reingesetzt oder sowas. Das sieht natürlich auch schöner aus, wenn sowas mal sauber gemacht ist oder mal so ein Vordach sauber, mal eine Pergola sauber schrubben oder sowas. Genau. Das sind diese Nylonborsten, die zwar grob zum Schmutz, aber doch sehr sanft zur Oberfläche sind. Mhm. Ist aber mit jedem handelsüblichen Klickverschluss zu machen und bequem eben für die Körpergröße anpassbar. Sehr cool gemacht. Und vor allen Dingen etwas, von dem ich behaupte, dass man wirklich lange Freude hat. Das ist ja wirklich eine ganze Menge. Einmal rund ums Haus, die Auffahrt beispielsweise, die Treppe mit Grünspan ist auch gefährlich, wird rutschig. Ja. Hinten die Terrassenfliesen und so weiter. Auch an die Gartenmöbel. Gartenmöbel, so eine Rattanliege oder sowas, die jetzt ein bisschen gelitten hat, auch wenn sie im Keller gestanden hat, ein halbes Jahr. Und das kann man ja jetzt so langsam rausholen. Die Wetterprognosen für die nächsten Tage. Oh, ab Samstag soll ja so fast der Sommer einkehren und das Anfang April. Also ich finde das schon mal bärenstark und ich freue mich ja so auf den Frühling oder auf die Zeit, wo wir wieder draußen sind. Am Samstag, ich wollte es eigentlich Ostern schon machen, aber da hat das Wetter nicht so ganz mitgespielt. Am Samstag werden wir unsere erste Grill-Session machen, am Samstagnachmittag. Ja, da muss es schon ein bisschen sauber gemacht werden. Rundherum ist klar, der Winter hat so seine Spuren hinterlassen. Und wenn Sie dann noch ein kleines Hilfsmittel suchen, ist das vielleicht genau das, wonach Sie gesucht haben, kriegen Sie heute hier bei uns für gerade mal 10 Euro. Und bitte, Sie können auch gerne hier mehrmals zugreifen, wenn Sie sagen, du, mein Nachbar, der hat ein ähnliches Problem wie ich möchte meinen Besen aber nicht hergeben, der kann ruhig mal seinen eigenen haben, bestellen Sie doch einfach gleich einen zweiten mit. Ja, also das kann man immer mal gebrauchen. ZX 8349 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Und Sie haben natürlich hier noch einen ganz entscheidenden Vorteil, den wir noch gar nicht angesprochen haben, dadurch, dass das Wasser quasi direkt durch den Schlauch, durch den
Stab durch den Besen durchfließt, muss man natürlich jetzt auch keinen Wassereimer oder sonst was schleppen, was ja für viele nur doch recht anstrengend ist. Da kommt das Wasser direkt raus und du hast es genau da, wo es hingehört. Ein sehr cooler Artikel. Ja, machen wir cool weiter, oder? Cool, ganz cool. Ich hoffe es mal zumindest. Aber das war wieder ein Saisonartikel. Wir haben ihn auf 10 Euro runter. Addiert. Ich glaube, im Baumarkt wird gerade alles, was mit Garten zu tun hat, den Preis angezogen, weil jetzt die Saison losgeht. Also könnte ich mir vorstellen. Jetzt mal an einem Samstagnachmittag in den Baumarkt, in die Gartenabteilung. Mhm. Du findest nicht mal einen Parkplatz. Bring Zeit mit. Super. Oh, das ist auch was Schönes. Oh, was haben wir hier schon? Gleich vorweg ein Zweierset. Oh. Ja, wir haben zwei Stück für 10 Euro. Und das sind diese LED-Lampions. Und die sind solarbetrieben und sind mit einem Dämmerungssensor versehen. Das heißt also, wenn es dunkel wird, gehen sie automatisch an. Und die Energie dafür holen sie sich von der Sonne. Und das ist kein Papier. Das finde ich immer ganz wichtig. Nee, das ist also, so ein das Kunststoff. Ist sehr haltbar, ja. Gucken, ob ich da Sonnenuntergang simulieren kann. Ja, ein bisschen. Wow. So geht's. Komm mal hier, schön. Oh, das sieht richtig schön aus. Ja. Hat so einen leicht asiatischen Touch, finde ich, oder? Mhm. Was das also definitiv positiv gemeint ist, was ich hier sage. Wenn du sowas mal aufhängst, auch gerne mal an den Rand einer Balkonüberdachung, einer Verandaüberdachung beispielsweise, oder auch mal in den Baum rein. Das sieht doch klasse aus. Und hat das natürlich mit dem Wind, das wird noch so ein bisschen. Ach so, dass noch ein bisschen weht. Natürlich so aufhängen, dass noch Sonne oben dran kommt an das Solarpanel. Ja, und wenn Sie mal kein Licht wollen, innen ist immer ein An- und Ausschalter. Man kann die Automatik auch ausschalten, wenn man sagt, heute Nacht will ich es komplett dunkel. Aber gucken Sie mal, das Zweierset für 10 Euro. Und ich finde es schön, dass es so aussieht, als wäre ein Lichtstab drin. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Lichtchen, sondern da ist wirklich ein kompletter Lichtstab drin. Schau mal hier. Sieht richtig gut aus. Ja. Ist das? Ja, schön gemacht. Wie gesagt, einmal einschalten, klar. Das ist aus Transportgründen so gemacht, aber dann müssen Sie sich um nichts mehr kümmern. Dämmerungssensor ist mit drin, das heißt, bei Tag macht es ja keinen Sinn, wenn da jetzt hier der Akku verbraucht würde. Hier lädt dann über Tag das Solarpanel den Akku mit Energie voll und dann, wenn die Dämmerung einsetzt, wenn es dunkel genug ist, dann geht das Ganze von selber an. Das sind zwei Stück, sagst du, oder? Richtig, ein Zweierset, natürlich wind- und wettergeschützt, beziehungsweise spritzwassergeschützt, Schutzklasse IP44. Das kann man also ruhig mal draußen an der Pergola hängen lassen. Wie gesagt, so aufhängen natürlich, dass Licht ans Solarpanel kommt. Und wenn das dann tagsüber vollgeladen wird, brennt es im Sommer sogar die ganze Nacht. Also Leuchtzeit bis zu 8 Stunden. Und das ist im Sommer die ganze Nacht. Mit Sicherheit. Schön. Auch mal vorne im Eingangsbereich, einer rechts, einer links, sieht doch toll aus. Oder im Gartenhäuschen oder sowas, wo du vielleicht sonst keine Beleuchtung hast, hängst du sowas mal hin. Ist doch schnell gemacht und vor allen Dingen absolut pflegeleicht, muss sich nicht drum kümmern, passiert alles vollautomatisch. Für 10 Euro zwei Stück in der Materialqualität, super. Die Bestellnummer ist die NX7528 und die 569. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, gerade bei so Saisonprodukten, bitte immer schnell sein, wenn Ihnen was gefällt, weil wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent. Wenn das ausverkauft ist, gilt gleich der Normalpreis. Und ganz am Ende der Sendung, apropos Preis, haben wir noch ein Produkt im Preis halbiert. Das kostet dann nur 5 Euro. Aber noch sind wir bei 10 Euro, hier geht es ja Schlag auf Schlag. Also jetzt waren wir schon mit dem Putzen im Garten, Dekoration hatten wir. Haben schon einige Highlights gesehen. Bleiben wir im Garten? Guten Tag, guten Tag. Ich weiß es nicht, ob wir im Garten bleiben, ich habe keine Ahnung. Nein, wir können verreisen. Tasche. Wir können verreisen. Verreisen, oder auf damit. Damit verreisen. Das ist nur einkaufen. Zum Festival. Da passt eine Zahnbürste. 58 Liter passen da rein. Da passt eine Zahnbürste rein. Da passen doch keine 58 Liter rein. Doch, schaut mal, wie ihr das auseinander bekommt. Eins. Das kann man irgendwo. Also das ist wie eine Sporttasche. Ja, eine leichte Reisetasche aus reißfestem Polyester. Also das. Oh, die wird ja mal größer. Schau mal hier. Das ist ja genial. Ich kann reinpassen, guck mal. Wow. Da kann man dich komplett reinstecken, da bin ich mir relativ sicher. Schauen Sie mal meinen Vergleich, ich habe es nicht auseinander gemacht. So klein ist es, das ist sogar, ich sage jetzt mal, wenn du es nicht brauchst, kannst du es im Auto so als Kissen verwenden. Ja, das ist schön weich und schmuddelig. Aber hier, das ist wirklich eine riesen Reisetasche. Also ich habe eine Sporttasche, wenn ich in die Sauna gehe, die hat 40 Liter als Fassungsvermögen. 58 ist natürlich noch ein bisschen besser, weil gerade wenn Sie auch Saunagänger sind, der Bademantel muss mit, die verschiedenen Handtücher, die verschiedenen großen Handtücher, die Badeschlappen und. Und dann kommt sowas natürlich genau richtig. Aber wenn man es nicht braucht, ist es im Weg. Das muss auch ein großen, langen Gürtel hier sein, ich sehe.
normal. Also mit Schulter, zum Schultertragen. Ja. Wahrscheinlich, Sie haben das vergessen, aber das gibt es auch dazu. Also ich finde das wirklich schön für Sporttasche auch. Als cool. Sporttasche, natürlich für Einkaufen wahrscheinlich auch. Wenn ich gehe, so großen Einkauf mache, mir fällt immer eine große Tasche. Ich finde das wirklich schön schwarz. Wir haben auch extra Taschen hier. Guck mal, eins, mit Reißverschlussfächern, das ist auch ganz wichtig. Ja. Du brauchst diese Tasche unbedingt. Sogar Innenreißverschluss sehe ich gerade noch. Guck mal, für Schlüssel wahrscheinlich oder Geld oder Karten. Du, und wenn man an See geht, nimmt man ja auch mittlerweile immer mehr mit. Da brauchst du auch so eine große Tasche. Aber ich finde es eben herausragend, dass wenn man sie nicht braucht, dass sie so klein ist. Wenn du brauchst das nicht, zack, zack, zack. Moment. Bisschen Luft rauslassen. Knaust du die einfach hemmungslos. Wenn du das jetzt richtig machst, sieht es so aus. Nein, nein, Moment, guck mal. Aber lass sie nicht unter Druck setzen. Ich wollte zeigen. Schön ist sie auch noch. Also in diesem Schwarz, schön neutral gehalten, mit verschiedenen kleinen Fächern. Mal für Schlüssel, Handy, Portemonnaie, Kleingeld und so weiter. Da passt also wirklich mal was rein. Aber ein Parkticket oder sowas, das willst du ja auch nicht zu den nassen Sachen. Jetzt irgendwie nach so einem Saunagang oder nach so einem Tag im Freibad oder am Baggersee oder was, dann irgendwie mit den nassen Sachen zusammenpacken. Also sehr cool gemacht für 10 Euro, Entschuldigung. Ja, kannst du deutlich mehr für bezahlen. Ja, auf jeden Fall. Ist auch noch ultra leicht, also perfekt auch gerade mal für Reisen oder auch Flugreisen. Die Bestellnummer ist die NX 86, 22 und die 5, 6, 9 und 58 Liter. Ist wirklich enorm viel. Aber Diana, die braucht die Tasche. Ja. Die hat immer so viel mit. So, jetzt haben wir einen Preisalarm. Und das heißt, hier kommt ein extremst reduziertes Produkt. Und deshalb müssen wir hier jetzt eine Eingrenzung machen. Maximal ein Stück pro Besteller. Und jetzt bin ich gespannt. Es dürfte aber ein Dreiersatz sein. Da muss ich gleich korrigieren. Also ich sehe Terrakotta. Ist das eine Premiere? Oder also ich habe das noch nie gesehen. Ein Dreierset. Ist das, sind das Bewässerungs-Terrakotta-Behälter? Ich gucke. Ist das so? Tatsächlich, das sind Bewässerungskugeln mal, für Gartenbeete. Das buddelst du nämlich ein, guck mal, so siehst du das. Und Terrakotta ist Ton. Und Ton ist nicht wasserdicht. Der verliert ganz langsam Wasser, aber richtig kriechend. Und damit kannst du jetzt wirklich über mehrere Tage Pflanzen bewässern. Und es wird dieses Jahr, das ist jetzt meine persönliche Prognose, ein sehr trockener Frühling und auch Sommer werden, weil wir haben so viel Regen die letzten Wochen und Monate gehabt. Irgendwann muss ja mal aufhören. Und dann ist sowas natürlich perfekt. Einfach einbuddeln, halb oder drei Viertel oder zwei Drittel. Und dann füllst du Wasser rein und dann hält das über mehrere Tage. Das ist natürlich wirklich praktisch, oder? Wenn du es normalerweise ins Erdreich kippst, dann versickert das irgendwo hin. Dann bleibt für die Pflanze eigentlich nichts mehr wirklich übrig und deckt eine große Fläche ab, lese ich hier gerade. Reicht für eine Fläche mit ca. 60 cm Durchmesser, also alles im Umkreis von 60 oder im Durchmesser von 60 cm, wird da also entsprechend mit Flüssigkeit versorgt, spart sie Zeit und Wasser, muss man nur alle paar Tage mal nachfüllen, man sieht ja auch, ob noch was drin ist oder nicht. Das heißt, du musst also nicht zwischendurch mal gießen oder was, du schaust einfach nach, ist noch Wasser da, ja oder nein, wenn nein, dann füllst du es nach. Und das kannst du außen verwenden im Garten, aber auch wenn du innen große, richtig große Topfpflanzen hast, kannst du das reinmachen. Außen noch ein anderer Vorteil. Viele sagen ja dann, wenn der Boden, also wenn es regnet und der Boden ist so hart, dann geht das Regenwasser verpufft. Ja, hier wird der Regenwasser aufgefangen und wird dann eben langsam wieder abgegeben. Auch das wird besser genutzt. Aber ich sage jetzt mal, du sparst dir wesentlich das Gießen. Ja. Das ist fast zu schade, um zu verbuddeln, oder? So schön, ach so, halt, weißt du, das ist auch so schön. Kennt ihr das, wenn so Amporen in Griechenland so halb schräg aus dem Boden stehen, ja, wo du nur eine halbe siehst? Ich würde es vielleicht sogar so leicht schräg einbuddeln, dann ist es auch noch ein halbes Kunstwerk. Das hat dann so was Griechisches, finde ich. Ja, so was Mystisches. So was mediterran auf jeden Fall. Das würde perfekt in meine neue Wohnung passen. Oder? In die Wohnung? Also wie Vase, ich würde da hoffen. Oh, Vase muss aufpassen. Das verliert das Wasser. Zwar kriechend, aber das fließt raus. Ton ist nicht wasserdicht. Ja. Ja. Deshalb muss der glasiert, der müsste glasiert oder lackiert sein. Ja. Genau. Kunstpflanzen, die brauchen ja kein Wasser. Aber Grundeffekt oder Grundprinzip oder Aufgabe ist natürlich das Bewässern innen oder außen. Ich höre gerade aus der Regie, man könnte das auch als Weinkanne nehmen. Was haben wir da Füllvermögen? Füllvermögen jeweils ein Liter. Ein Liter, okay. Ist so eine nette Portion Wein. Du, aber das ist natürlich auch eine tolle Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob das Terrakotta Lebensmittel echt ist, aber wenn du Gäste hast und füllst, nimmst das als Weinkaraffe. Auch mal ganz interessant. Ihr wisst, ich bin mir für keinen noch so doofen Gag zu schade. Jetzt kommt's. Oh. Moment. Hallo Echo. Ton in Ton. Oh, der war flach, krass. Der war flach, ja. Aber ja, es wird geklatscht. Also, Dreier-Set, einmal dürfen Sie es bestellen. Wir schauen, was das bei Pearl.de kostet. Wow.
30 Euro. Und jetzt 10 Euro. So, das ist der Wahnsinn. Drei Stück davon für 10 Euro mit der ZX60 25 und die 569. Schnell und einfach startklar. Graben Sie die Wasserreservoirs aus hochwertigem Terrakotta so in die Erde ein, dass der Hals noch herausragt. So ein bisschen Mafia-Style. Masse Wasser einfüllen und fertig ist Ihre praktische Pflanzenbewässerung. Der Wahnsinn, das war Monika richtig. Monika kann meinem Humor heute Abend überhaupt nicht folgen. Der Witz war überragend. Von dem werden noch Generationen erzählen. So, wir machen weiter mit einem... Oh, schön. Schön. Oh. Ja. Schön, lecker schön. Ja, hab ich zu Hause. Ja, hab ich auch. Du auch, ja. Hab ich auch. Es ist abends so toll. Auch ich möchte Ihnen erst sagen, was es ist. Es ist ein Sandwich-Toaster für 4 Portionen. Okay, reicht für mich fürs Abendessen. 4 Portionen. Ja, bei 2 Durchgängen. Beschichtet. Und Studentenpizza. Carsten hat mal angefangen damit. Und er hat mich also angesteckt. Er hat gesagt, das ist so schön abends, mein kleines Jüngerchen. Machst den Toast rein, ja, ein bisschen Schinken, ein bisschen Käse drauf, zumachen. Ein paar Minuten später sind die 4 Sandwiches fertig. Und es ist wirklich so. Und ab und zu, ich glaube so... Mindestens 2-3 Mal im Monat mache ich das abends. Ja, ich finde das hervorragend. Ja. Mich hat übrigens Ingo sehr, sehr angemacht mit der Präsentation hier. Wir haben das aber mal vorgestellt. Und ich meine, Mensch, das hast du ewig nicht gemacht. Das war viele Jahre her. Dann bin ich also gleich los und habe mir 2-3 Tage später ein ganz normales Toastbrot geholt. Was war dabei? Da habe ich Schinken. Du hast mir doch ein Foto geschickt, richtig. Oder? Ja, ja, richtig. Ja. So, richtig. Ja, ja. Hast du? Ja. Du verschickst jetzt schon Fotos von deinem Essen. Ja, ja, weil ich wollte eigentlich auch Sandwich machen. Mhm. Also das soll ein Sandwich-Battle werden. Ja. Was wir da jetzt sehen können, aber ich wusste ja nicht, dass Sie unbewaffnet kommen. Okay. Ganz leicht einfetten, wenn Sie das möchten. Würde aber auch ohne gehen. Und da schreibt uns auch der Richard, wenn man die Füllung richtig dosiert, ist durch die Teflon-Beschichtung der fertige Imbiss leicht zu entnehmen. K.N. aus Köln. Sehr gut. Gefällt mir an diesem Gerät, dass man große sowie kleine Scheiben Toast verwenden kann. Ich kann es bestens weiterempfehlen und der Manuel hat es auch ausprobiert. Mit diesem Sandwich-Toaster kann man sich spielend leicht eine wirklich leckere und einfache Mahlzeit zubereiten. Wenn es mal schnell gehen muss, dann gibt es nichts Besseres. Die perfekte Studentenpizza in 2 Minuten. Sagt man zu dem Sandwich Studentenpizza? Ja, das hat mir schon meiner Kunden zugeschaut. Ah, okay, ja, klar. Die Bestellnummer ist die NC3226 und die 569. Aber ich kann das wirklich nur bestätigen. Das geht ein paar Minuten. Ja? Die Einzelteile kosten nicht viel. Nee, so ein Schinken und ein bisschen Käse und ein bisschen Toast. Ja? Ja. Und dann machst du das zu und ein paar Minuten später ist wirklich ein gutes, kleines Abendessen fertig. Also ich mache mir das abends. Man darf das auch zum Frühstück machen. Das, die Studentenpizza, wie ich jetzt gelernt habe. Und schmeckt einfach. Und was gehört dazu? Remoulade und Ketchup. Also ich mache es auch ohne Remoulade und Ketchup. Nein, durch den Käse, wenn du den richtigen Käse nimmst, ich nehme dann so leicht herben Käse. Also ein bisschen Remoulade tunken ist dann schon aber so die... Gemüsebrühe noch dazu? Nee, Gemüsebrühe nicht. Nicht, ausnahmsweise. Ist dann das einzige Gericht, das Carsten ohne Gemüsebrühe ist. Man kann auch Schokosoße reinmachen. Schokosoße oder... süße Sandwich, meinst du? Hollandaise. Banane. Ist ja bald wieder soweit. Soße Hollandaise und Spargel, meinst du? Nee, grundsätzlich Hollandaise. Hollandaise ist ein Grundnahrungsmittel. Die Spargelzeit ist doch schon wieder losgegangen. Ja, 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 auch gelesen. Ja. Sündhaft teuer in diesem Jahr, aber das wird sich noch ergeben. So, was ist denn hier los? Ist das eine Aufforderung oder ist das ein Verkaufsartikel? Ich bin jetzt gerade mal, da ist die Schaufel dabei. Ist das nur eingesteckt? Ich will jetzt nichts kaputt machen. Also hier haben wir ganz einfach einen Kehrwisch. Aber der Besen ist, glaube ich, auch noch rauszuholen, oder? Ja, dreiteiliger Stiel. Ah, jetzt. Guck mal. So ist es ein Besen. Und jetzt haben wir aber auch einen Schieber. Schau mal, guck mal, so ist es hier. Haben wir eine Abzugklippe. Ah. Ja, also damit im Prinzip ein Wasserschieber. Ich hoffe, Sie haben es gesehen. Hier ist der Schieber. Und wenn ich jetzt hier drücke und das nach oben, habe ich den kompletten Besen. Ist meiner Meinung nach auch für Outdoor, also Terrasse. Ja? Mhm. Und dann haben wir natürlich noch hier die Schaufel dazu. Schön ist, dass es auf einmal aufgeräumt ist. Du machst das hier rein. Guck mal, natürlich muss ich es erst einziehen. Mensch, andersrum. Und so wird ein Schuh draus. Sein. So, jetzt. Guck, jetzt haben wir es. Fertig. Klack. Klasse. So, fertig. Ja, so ein Schieber ist ja mitunter je nach Bodenbelag fast noch praktischer als ein Besen. Bei Fliesen oder was, wenn du diese Fugen dazwischen hast, macht ein Besen durchaus Sinn. Aber bei so einem glatten Belag, wie jetzt hier so ein Laminat oder so ein PVC-Boden,
mitunter in der Küche, die sind ja so glatt, dass du eigentlich schon fast eher mit so einem Abzieher, mit so einem Schieber besser arbeiten kannst und kannst die ganzen Krümel damit besser einsortieren. Aber natürlich für drinnen und für draußen gleichermaßen super geeignet. Und eine Kehrschaufel hast du jetzt ebenfalls auch schon mit dabei. Normalerweise fällt ja sowas ganz gerne mal, ich habe es in der Schublade, fällt mir immer auseinander, muss man in zwei Teilen daraus packen. Jetzt hast du hier alles schön zusammen und fand ich schön lang. Also ich habe beide Teile einzeln. Ich habe einen Schieber und ich habe einen Besen. Übrigens den Schieber, und das kann man hier mit Sicherheit auch machen, habe ich genommen, um mein Auto vom Schnee zu befreien. Weil man sollte ja Motorhaube, auch Dach lösen. Und das kannst du nicht einfach mit harten Materialien machen. Da war gerade der Lack. Mit diesem Schieber war das überhaupt kein Problem. Und also Besen und Schieber und Kehrschaufel in einem für 10 Euro empfinde ich als sehr günstig. Ja, und wir haben ja auch einen Kundenbeitrag. Die Marlene hat geschrieben, Kehrbesen kehrt auch sehr gut Katzenstreu auf. Aha. Das ist auch ein Problem. Muss man ja auch mal wechseln. Katzen sind sehr reinlich, aber sie bringen natürlich auch das Einstreu, also auch ganz gerne mal irgendwo so mit dem Fell raus. Sehe ich wie Cinderella aus? Unbedingt wie Cinderella, ja. Jetzt musst du noch den Ski. Ja, ich hab dir nur recht gegeben, Diana. Was war das? Habt ihr den Blick gesehen? Hilfe. Cinderella. Ja, aber Fegen ist gut. Beine bitte. Beine bitte. Aber ich finde das schön, so 2-in-1-Lösungen, weil du da wenig Platz brauchst. Hat das oben noch eine Aufhängeöse, oder? Die alle hier. Gucken wir mal. Jawohl, Aufhängeöse ist auch dran. Anhängen, wenn man es nicht braucht. Und dann hast du Besen und einen Schieber und eine Kehrschaufel, alles in einem. Und das ist dann sauber auch verstaut, wenn man es mal nicht braucht. Aber jetzt mal realistisch betrachtet, sowas kostet doch im Fachhandel oder auch in der Putz- und Waschabteilung eines Supermarktes ein Vielfaches von dem, was wir hier haben möchten. Also für 10 Euro halte ich diese Kombination an anderer Stelle nahezu für ausgeschlossen. Ja, also allein so ein vernünftiger Besen, der kostet schon 20 Euro. Ja. Die Länge ist sehr, sehr schön. Die Länge ist entscheidend, ne? Wirklich schön. Praktisch. Praktisch. Die Bestellnummer ist die NC 5866 und die 569. Und das ist hier unser 4-in-1-Komfort-Care-Set mit Abzieher und Schaufel. Also das ist wirklich richtig praktisch. Natürlich ja auch für Katzenstreu geeignet. Aber sowas sollte wirklich jeder Haushalt besitzen, weil es gibt immer irgendwelche Sachen, die mal runterfallen, die dreckig werden. Und so kann man alles aufwägen. Ich finde ja so 2-in-1 oder 3-in-1-Lösungen immer sehr gut. Weil du 4 in 1, weil du da nicht 4 Sachen extra kaufen musst. Also eine tolle Sache. Ich höre übrigens gerade unser Preisalarm, dieser Terracotta-Fässer. Fässchen. Weinfässchen laut Regie sind schon sehr stark nachgefragt. Da müssen Sie schnell sein, wenn Sie die noch bekommen wollen. Und es geht weiter. Dekorativ. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Immer gerne. So. Oh, das ist toll. Jetzt bin ich gespannt. Was klein, das? Aber. Oh, ich habe aber einen Verdacht. Wirklich? Fernbedienung? Ja, Kasten. Richtig. Das denke ich nämlich auch. So, pass auf. Also, ein kleiner schwarzer Kasten, der sieht völlig unscheinbar aus. Und im ersten Moment denkt man sich, hä? Beim zweiten Hinschauen ist denkt es eine... immer noch, ist es WLAN-Zeit drauf. Lernfähige Infrarot-Universal-Fernbedienung. Da schau her. Sieht gar nicht aus wie eine Fernbedienung, oder? Machst du ganz einfach mit einer App, mit deinem Smartphone, übrigens herstellerübergreifend, egal ob iPhone oder anderes Modell, spielt keine Rolle. Lädst du dir eine kostenlose App und kannst jetzt hier quasi mehrere Fernbedienungen von verschiedenen elektrischen Geräten, Fernseher, DVD-Spieler, Spielekonsole, Stereoanlage oder geht sogar mit Heizlüftern, mit modernen geht und auch, auch mit Klimaanlagen. Also alles, was eine Infrarotfernbedienung hat. Und zwar alles, was im Umkreis, im 360-Grad-Umkreis, also im Radius von 10 Metern ist. Soweit ist die Infrarot-Reichweite. Ja. Und da kannst du jetzt alle Geräte von deinem Handy ausschalten. Und das ist wirklich genial. Wer es liebt, den Fernbedienungsdschungel loszuwerden. Also allein, was haben wir auf dem Fernsehtisch? Also ich hab meinen Receiver, ich habe meinen Fernseher, ich habe dann eine Soundbar und ich habe dann noch einen DVD-Player, für den anderen noch Spielekonsole. Gibt's Maximum, wie viele Geräte kann sich hier entstehen? Nein, die müssen nur im Umkreis von 10 Metern sein. Und das ist egal, wie das viel? Ist egal. Die senden ja dann entsprechende Ultraschallsequenzen. Das ist schon clever, ne? Ja. Da steht nichts von Begrenzung oder sowas. Nein. Da steht nur 10 Meter Reichweite bei Sichtkontakt. So, funktioniert übrigens auch mit Sprachsteuerung. Also auch wenn Sie eine Alexa zu Hause haben, können Sie auch sagen, Alexa, Fernseher an.
Alexa, Spielekonsole aus. Jetzt sind bestimmt ganz viele gerade angegangen. Alexa, sagst, spiele Helene Fischer in Endlosschleife. Alexa, ich hatte früher eine Klassenkameradin, an die muss ich so oft denken. Wie heißt Alexa? Die heißt noch Alexa, aber ich glaube, seit es Alexa gibt, hat die ein schweres Leben. Ihr Mann wird auch immer sagen, Alexa, schalten wir den Fernseher. So, ist einfach nur top, das Teil. Im Prinzip braucht man nichts anderes mehr, sagt der Klaus aus Bösel. Und auch der Tim aus Meinhardt ergänzt noch, das Chaos mit den vielen Fernbedienungen hat endlich ein Ende. Und mit der Alexa ist das ein tolles System, was den Alltag sehr erleichtert. Ein echt tolles Produkt, bescheinigt er uns. Also weg mit dem Fernbedienungssalat auf oder unter dem Wohnzimmertisch. Hin zu einer kleinen handlichen Lösung, alles mit einem Gerät vom Smartphone aus. Liegt wahrscheinlich sowieso in der Nähe und das macht es viel leichter. NX 4519 und die 569 ist dafür die passende Bestellung. Ein schöner Artikel. Und Sie denken dran, ganz am Ende der Sendung, und das geht noch ein paar Minuten, aber dann das letzte Produkt ist nochmal im Preis halbiert. Das ist mittelschwer. Mittelschwer. Oh, jetzt wird es interessant. Könnten wir Musik haben für Diana und Carsten? So. Carsten, das willst du doch sicher mal vorführen. Ich stand schon drauf. Das ist dieser Hüfttrainer oder was? Ja, das ist ein Heimtrainer. Und zwar sehr, sehr effektiv. Damit kann ich mein Heim trainieren. Da kannst du dein Heim trainieren, ja. Ja, so, jetzt pass auf. Körper. Wie heißt denn das offiziell? Das heißt Fitness Twisting Disc. Twister. Mit Expander für Bauch, Taille und Arme. Hoppala. Ja. Und so. Wir brauchen aber noch Musik. So, aber schnell. Muss man hier den Deckel wieder dran machen. Und das ist sehr anstrengend. Ich stand da auch schon drauf. Man glaubt das gar nicht. Das sieht so einfach aus. Aber spielerisch und macht Spaß, ja, finde ich. Wenn jetzt noch Musik dazu läuft. Aha, oh. Noch Let's Twist Again. Und zu zweit, das macht noch mehr Spaß, ne? Wow. Es ist mir ein Vergnügen, mit dir zu twisten. Du musst noch ein bisschen dein Popo auch bewegen, Carsten. Carsten, beweg dein Popo. Ja, deiner interessiert die Leute aber mehr als meiner. Na, ich spiel meinen, mach zur Monika. Bitte, deine Popo, Mann. Man dreht sich ja automatisch so ein bisschen mit. Es ist ein Heimtrainer, der ganz wenig Platz braucht. Und den du einfach nur auf den Boden stellst, egal wo du bist. Mit Musik geht natürlich alles leichter. Es sieht auch zumindest bei 50% der beteiligten Personen gut aus. Ja. Temp. Verlieren wir kein Temp, Carsten. Was denn? Kein Temp. Ich bin bei dir. Diana macht einen Zwischenspurt. Wow. Diana ist voll aus dem Takt. Nein, das ist einfach auch. Muss Temp sein. Und jetzt unten. Die Skigymnastik. Unten. Unten? Wie meinst du das? In die Knie. In die Knie. In die Hocke. Entschuldigung, nicht in die Knie. In die Hocke. In die Knie, Carsten. Du, ich glaube, das ist auch ein Riesen. Wie ein Röckchen, oder? Du, das ist ein Riesenspaß, wenn man das zu mehreren macht, oder? Bis zu 5-mal dürfen sie wieder zugreifen, da holen sie die ganze Familie und machen sie mal so eine 5- oder 10-Minuten-Session. Kann man auch super mal mitnehmen auf Reisen oder auch mal ins Büro. Du kannst mal Bizeps hier trainieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das langfristig sehr effektiv ist, dieses Training. Das ist wirklich sehr anstrengend. Du hast es gerade gemerkt. Das ist nicht ohne, Freunde. Ja. Weil man macht ja auch am schlechtesten, wenn du die seitlichen Bauchmuskeln trainierst, machst du nichts anderes. Gehst ja auch mit den Beinen immer von links nach rechts, von rechts nach links. Ja. Das wird das Ganze natürlich hier um ein Vielfaches potenzieren. Ich bin schon nur der Aber gerade so für die Rumpfmuskulatur großartig. So, wir spielen die Musik jetzt mal auf 1,5. Ich habe hier jetzt meine Muskulatur hier auch. Das ist eben durch die Expander, werden auch die Schulter und die Arme trainiert. Ja? Super Training. Du merkst auch im Ohrläppchen und im dicken Zeh. Und du kannst so einfach Serie gucken, Pro TV und dann trainieren. Das macht wirklich Spaß. Guck mal, du hast das ganze Lied geschafft. Wow. Jetzt kommt ein 76er Lied. Kennst du noch die 76er Schallplatten? Die extrem schnell. Ja. Jetzt höre ich von unserer Redaktion, was... Paul, dafür bist du zu jung, um 76er Schallplatten zu kennen. Ja? Was hört man denn? Das war die Umdrehung, das war ein ganz schneller Rock'n'Roll. Die hatten ja 33 und 45 das Umdrehungen, die cool, alten Schallplatten. Und die Rock'n'Roll-Platten bis zu 76 Umdrehungen. Aha. Aber hallo. So? Ja, wir haben wieder was gelernt. Pöll TV bildet hier. Ja, und Pöll TV macht fit. Und zwar hier mit der Bestellnummer der NX 7664 und der 569. Vielleicht auch gleich gerne mehrfach bestellen, weil das ist wirklich super. Damit erspart man sich auch die langen Fahrten ins Fitnessstudio.
Das war wirklich effektiv, du schnaufst gerade. Ja, ein bisschen Musik machen, ein bisschen bewegen. Geht's dir gut, Carsten? Pass auf, morgen hast du Sonnenbrand in der Sonnenbrand. Muskelkater in der Hüfte. Sonnenbrand hast du nicht, Muskelkater. Der Sonnenbrand kommt dann erst am Samstag. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön. Guck mal. Das ist echt schön. Aber meine Schultern sind geschwollen. Lack schon förmlich, wie er wächst, oder? No pain, no gain. No pain, no gain. So, jetzt gibt's aber wirklich no pain, das kann man sagen. Das ist genial, was jetzt kommt. Oh ja. Jetzt pass auf. Das sieht im ersten Moment aus wie ein Ventilator, ist aber weit gefehlt. Es ist ein wirklich tierfreundlicher Insektenvertreiber. Ja. Kennen Sie das, wenn irgendwo ein Viech ist? Das kann eine Wespe sein, das kann eine Fliege sein, das kann eine Stechmücke sein. Wenn man dann so wedelt, dass sie weggehen. Ja, das bei uns hier, wenn wir essen draußen. Genau, da wedelst du immer, dass sie weggehen. Ja. Das kannst du dir jetzt sparen. Das stellst du auf den Tisch und das Gerät wedelt für dich. Nein. Und dadurch vertreibst du auf dem Tisch die Tiere. Ach, du hebst ab, einen Hubschrauber, ja. Dafür wird es nicht reichen, Akkubetrieb, also man muss keine Batterien kaufen. War das nicht Karlsson auf dem Dach? Ja. Ja, ja. Gab es doch mit dem Propeller auf dem Kopf, oder? Ja, das hier, ja. So. Man kann es hinstellen oder aufhängen Kasten über Kopf da, genau. Und durch dieses Wedeln. Übrigens, das ist gehst du mal mit der Hand rein? Ja. Nein, Blödsinn. Was war? Das spürt ja. Monika ist ganz erschrocken. Man spürt es gar nicht. Also auch wenn man Kinder hat, ist das komplett gefahrlos. Da kann überhaupt nichts passieren. Aber es vertreibt das, eben Fliegen und andere lästige Viecher. Also ich finde das jetzt toll. Und dieses Jahr, ich mutmaße mal, werden wir mehr Ungeziefer haben als in den letzten Jahren, weil wir unglaublich einen milden Winter hatten und auch einen unglaublich feuchten Winter. Und das ist ja die Brutstätte für die kleinen Plagegeister. Mücken schon gesehen. Du erinnerst dich? Mhm. Die ersten Biester kamen schon angeflogen. Aber es ist wirklich nichts Lästigeres, als wenn du beim Frühstück sitzt, freust dich dann jetzt endlich, dass du mal draußen frühstücken kannst und hast da so deinen Teller mit Aufschnitt stehen und dann kommt die erste Wespe. Dann kommt die zweite. Dann kommt die Biene, dann kommt die zweite, die dritte, die vierte. Das werden immer mehr. Viele, ja, dann kommt die Fliege, am besten auch so in grün oder in blau, so schön schillernd. Die leckeren. Ja, ja, du weißt ja gar nicht, kannst dir einfach vorstellen, wo die vorher den ganzen Tag gesessen haben. Und dann wedelst du so mit der Zeitung, oder? Ja, dann. Ja. Und die kommen immer wieder. Das ist dauerhaftes Wedeln. Da stellst du hin oder hängst es hin. Hier ist noch so ein Hängerchen dran. Und es ist umweltfreundlich und chemiefrei. Das finde ich auch noch wichtig. Die Bestellnummer ist die ZX8041 und die 569. Mein Tipp, probieren Sie es einfach mal aus. Balkon, Terrasse. Eben rausmachen, dann haben Sie wenigstens auf dem Tisch die Ruhe vor den Viechern. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, also ich finde sowas toll. Es ist auch geräuschlos, oder? Hast du irgendwas gehört, Monika? Ich merke überhaupt nichts davon. Nee, war nicht zu hören. Ja? Also absolut geräuschlos. Mit Sicherheit kein Störfaktor. Ja. Und dann können Sie mal ausprobieren, ob Sie abheben können, wie Carlsson auf dem Dach. Ja, ja. Carsten lernt fliegen. Der hätte eigentlich damals Monika, Carsten auf dem Dach heißen. Was ist das denn? Was ist das? Damit kannst du Teig ausrollen. Wow, Applaus für Monika, sehr gut. Was kann ich damit Teig ausrollen? Früher hat man Nudelholz dazu gesagt, aber da war es halt aus Holz. Das sieht aus wie so eine Papyrusrolle aus Griechenland. Aber guck mal hier, wir haben verschiedene auch großen. Also für die Teigdicke. Ja. Also ich muss euch sagen, ich habe diesen Gerät schon, Gerät ist das, zu Hause. Ich mache zum Beispiel auch für Kuchen, zum Beispiel auch wenn aus dem Teig. Dann ich habe schon Plätzchen auch am Weihnachten gemacht. Auch. Und es gibt ja verschiedene Kuchen oder Plätzchen, wo du verschiedene Dicke des Teigs brauchst, auch Pizza oder ähnliches. Und die sehen auch so ein bisschen ähnlich aus. Ne? Mhm. Also wirklich, ich kann nur weiterempfehlen, aber ich glaube, ich habe viel, viel mehr bezahlt. Also heute super Preis, 10 Euro. Und das auch besser als Holz, weil das ist Metall. Das klebt nicht so, oder? Ja, das klebt. Kennt ihr die Sketche, wo die Frau hinter der Tür steht ja, mit dem Nudelholz? Kommt um 3 Uhr ja, das tut ein bisschen mehr weh in dem Fall. Aber aus der Zeit sind wir, glaube ich, raus. Aber zum Backen, und du backst noch? Zum genau. Aber zum Backen, ich könnte mir vorstellen, zum Backen ist das wirklich eine Riesenerleichterung, oder? Ja, so 4 Paar Abstandshalter für Teigdicken von 2, 3, 6 oder 10 Millimeter. Mein Lieber. Okay. Teigbreite 10 bis 34 cm. Da kriegst du schon mal einen amtlichen Kuchen mit hin. Guck mal, zum Beispiel, wir können auch Pizza machen, zum Beispiel Lasagne, kannst du auch so. Achso, da machst du auch, wenn du die Blättchen selber machst. Guck mal, 10 mm, also 1 cm, dann haben wir 6 mm, dann haben wir hier 3 mm und 2.
Also steht sogar drauf, wie dick der Teig dann oder wie dünn er ausgerollt wird. Möchtest, alle und dann zum Beispiel, wir möchten zum Beispiel hier 6 mm nehmen. Dann eindrehen auf beiden Seiten und dann rollst du es auf die Dicke. Zack, ja. Und auch sehr, sehr einfach das alles waschen. Du kannst das so zu reinigen, ja. Spülmaschine rein. Ist das Spülmaschine geeignet? Nee, überhaupt nicht. Aber ich kann auch mit der Hand. Das geht sofort kaputt. Das ist ja Edelstahl, würde ich sagen. Das kann man ganz einfach mit der Hand abwaschen. Also ich habe die Spülmaschine das gewaschen, alles perfekt. Funktioniert, ich glaube, schon 4 oder 5 Jahre habe ich das. Und wie bekommt das jetzt die Dicke? Die ja, habt ihr gemerkt? Durch hier den auch Unterschied zur Walze. Schau mal, du hast doch jetzt einen Abstand zur Walze. Und so dick wird dann, kannst du nicht mehr bis auf den Boden rollen, sondern nur noch mit dem Abstand, jetzt hast du die größte drauf. Das wären 6 mm waren es, glaube ich, gerade oder mehr. Aber das ist natürlich genial. Du musst auch nicht darauf achten. Viele müssen ja mit dem Holznudelbrett, Nudelholz, musst du ja immer schauen, ja, wann ist es so dick. Hier ist es automatisch dann in der richtigen Stärke. Ja, weil ich sag mal, wenn jetzt ein Teig unterschiedlich dick ist und du packst ihn in den Backofen, der backt ja auch unterschiedlich dann. Richtig. Da hast du auf der einen Seite noch fast roh innen drin und auf der anderen Seite schon fast verkohlt. Also schon recht sinnvoll. Die Idee mit den verschiedenen Höhen zum Teigrollen ist eine super Idee, schreibt uns die Rabea aus Darmstadt. Auf die hätte man auch schon früher oder selber kommen können. Es vereinfacht je nach der Verwendung schon vieles. Jetzt war mal ganz kurz. Übrigens hat der Satz angefangen. Übrigens. Guck mal, übrigens, ich habe den Linsenkuchen auch mit dieser Linsentorte gemacht. Hast du damit gemacht? Ja. Das ist schön. Guck mal, kannst du auch Massage machen? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob es... Ja. Mit Sicherheit, aber ich glaube, der Kuchen ist noch ein bisschen leckerer. Und vor allem, er hat halt wirklich die richtige Teigdicke, die man sich vornimmt. Selbstgemachte Nudeln. Sind jetzt gleichmäßig gar, weil der Teig gleich dick ist. Genial. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Höhenverstellbarer Edelstahl-Teigroller mit 4 Paar Abstandsscheiben. Nee, für 10 Euro. NX8115 und die 569. Und was hören wir gerade? Boah. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Es kommt das letzte Produkt. Also egal, was Diana jetzt bringt, es kostet, obwohl wir in der 10-Euro-Megashow sind, nur 5 Euro. Was haben wir? Es ist und bleibt mein Spielzeug des Jahres. Es nennt sich ganz offiziell selbstfliegender Hubschrauberball mit LED-Beleuchtung. Aber es ist einfach ein Spaß für die ganze Familie. Ja? Du schaltest an, ist akkubetrieben und jetzt haben wir hier eine Sensortechnik. Und du kannst ihn einfach mal loslassen. Komm. Ich trau mir das nicht. Oh. Also loslassen. Also loslassen. Dann fängt er an zu fliegen und erhöht die Aktivität. Ja? Und geht im Normalfall, da muss ich jetzt so ein bisschen einfliegen, geht er in die Höhe und kann dann von Ihnen gesteuert werden. Mit den Händen, ohne ihn zu bewegen. Da. Guck mal, der andere war nicht richtig aufgeladen. Jetzt haben wir es. Jetzt. Da siehst du es, guck mal. Und dann lässt die Rotortätigkeit nach und durch ein Hindernis wird die Rotortätigkeit wieder erhöht und er fliegt eben nach oben. Ja? Also ich finde es genial. Achtung, ich komme mit dem nächsten. Achtung. Oh ja, der geht ab hier. Der geht richtig. Und schau mal. Und du kannst das wirklich kontaktlos machen, den steuern. Da sehen wir das. Ja? Akkubetrieb, das finde ich sehr wichtig. Man muss nicht immer Batterien nachkaufen. Und die Paula, ja, mit den Füßen geht auch. Paula schreibt uns, ein toller Spaß für Kinder. Mit etwas Übung können die Kinder auch gemeinsam damit spielen und ihn sich zufliegen lassen. Und Melanie schreibt, Geschenk für unseren 11-jährigen Sohn, das aber die ganze Familie zum Suchtfaktor werden ließ. Für Koordination und Geschick ein absolut klasse Ding, schreibt sie uns. Bei dir ist, glaube ich, der Akku nicht mehr so voll. Da muss man natürlich schauen. Wir haben so 7-8 Minuten Flugzeit. Deshalb meine Empfehlung bei 5 Euro. Bestellen Sie gleich 2 oder 3, weil dann wird der eine bespielt, der andere wird aufgeladen. Und bei Dunkelheit macht es noch mehr Spaß. Ja, Achtung. Den kann man ja richtig so von der Richtung her, so ein wenig scheuchen. Das ist wie so ein Luftballon, nur viel cooler. Achtung. Ja. Oh ja. Wow. Ui. Ah. Der hat dich jetzt fast umkreist, ja, der eine. Was nicht, ihr zwei, kommt euch nicht ins Gehege. Übrigens, auch wenn Sie mal an den Rotor kommen, der schaltet sofort aus. Das ist auch eine Sicherheitsabschaltung. Und dann muss man ihn einmal ausschalten und wieder komplett anschalten. Und dann fliegt er weiter. Und wenn der Akku leer ist, nehmen Sie den zweiten. Ja, Ladekabel ist mit dabei, also keine Folgekosten. Und der Spaß ist vorprogrammiert. Ich habe den wirklich vielfach verschenkt an Kinder. Und was immer das Gleiche war, die Eltern haben auch damit gespielt. Ja, na klar, das war ein Riesenspaß.
So, was heißt das? Ausschalten, einschalten. Die Bestellnummer ist die NX1905 und die 569 für dieses mein persönliches, hui, der ist aber weit geflogen, Spielzeug des Jahres, unser selbstfliegender Hubschrauber. Komm hier. Hoppala. Cool. Und wie cool. So. Oh, Pop. Ui. Das ist ja, so, ausgeht. So, und damit sind wir auch schon fast am Ende unserer 10-Euro-Mega-Show für den heutigen Abend angekommen. Ich hoffe, da was Vernünftiges und Schönes für Sie mit dabei. Ich persönlich hatte einige Highlights. Ja. Ich fand diesen Besen mit dem Wasser da drin. Ja, ist sehr praktisch. Der war wirklich sehr, sehr praktisch. Auch für Sie mit Sicherheit das ein oder andere Spannende mit dabei. Danke für Ihre zahlreichen Bestellungen. Ja, was soll man sagen? Viel Spaß noch im weiteren Programm. Jetzt bei Bölk TV. Ciao.